Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mist Survival. Wir wollen mal wieder in ein neues Auto einziehen. Wir haben noch nicht genug Autos verbraucht. So, erstmal alles hier rein. Alles, was wir nicht brauchen. Du hast ja noch Munition drin, ne? Ich kann dich sowieso da unten hinpacken. Ich sag euch, irgendwann sind wir so OP, dass wir alles wegnatzen. Ah, es geht sogar noch besser. Okay. Statuseffekt. Move Speed decreased. Ah, wir sind langsamer. Okay. Was das hier bringt, weiß ich auch noch nicht. Naja, packen wir uns erstmal die Schuhe hin. Habe ich ganz vergessen, die Schuhe müssen ja eigentlich verschwunden sein, ne, als wir gestorben sind. Nehme ich jetzt mal stark an. Die Batterie können wir schon mal reintun. So, das hat nochmal ordentlich Loot gegeben, alter Schwede. So, Battery, rein mit dir. So, dann machen wir kurz das Auto fertig und dann können wir eigentlich schon wieder zurück nach Hause. Guck mal, da steht es. Wir haben dieses Haus markiert als erledigt. Das ist es, was ich getan habe, nichts anderes. So markieren wir jetzt jedes Haus. So, ich hätte den anderen Kanister doch mitnehmen müssen. Vielleicht schaffe ich es noch zeitlich. Knapp. Wir müssen ja alles noch einbauen, ne? Und sonst kommen wir halt wieder und holen den Rest. Weiß nicht, wann wird es dunkel? 19 Uhr oder 18 Uhr? Ich habe das Gefühl, das wird immer früher. Ich will auf keinen Fall im Auto übernachten. Also los. Bitte 19 Uhr. Okay, ist 19 Uhr. Wir schaffen es also noch. Könnte auch eventuell es noch schaffen. Ah, naja, gut, jetzt nicht mehr. Das dauert 20 Minuten. Jetzt hier nochmal 3 Minuten. Soll ich es wagen? Komm, wir wagen es einfach. Scheiß drauf. Ich riskiere es. Dann renne ich zum Auto, pack alles ein und dann ist gut. Aber ich will den letzten Rest noch haben. Ah, 20 Uhr erst. Ah, gut. Puh. Alter, Leute. Dann gucken wir mal, was unser zweiter Dude macht. So. Hier ist alles voll. Ja. War tatsächlich in der Nähe unseres Hauses. Oh, Baum. Ich kann kaum was sehen, das ist so dunkel. So, wir sind zu Hause. Halleluja. Hast du mich erschreckt? Hallo, Scott. Du hast auch noch nichts, ne? Ja, muss ich dir noch geben.
Na komm, gehen wir erstmal rein, Dude. Gehen wir erstmal rein. Kannst auch gerne draußen bleiben, wenn du kämpfen willst. Mir macht das nichts aus. So, 1 Milliarde. Lass die Tür doch nicht offen. Was ist denn los mit dir? Okay, sie ist immer noch da und immer noch verbuggt. Dann schlafen wir jetzt so. Ach, es wird 19:30 wird es dunkel. Das heißt, es orientiert sich wirklich nach der Jahreszeit. Das heißt, im Sommer müsste es eigentlich erst 22 Uhr dunkel werden, ne? Gut, wie viel brauche ich jetzt? 4, 6, 10, 11. Durstig. Nicht gut. Lass doch die Tür nicht offen, du lädst die Zombies ein. Ach. Ist nur mit Idioten zu tun. So. Das haben die noch nicht richtig durchdacht, habe ich das Gefühl. Dass da noch alles rumfliegt. So, okay. Wir haben 1 Milliarde Wasserflaschen. Das heißt, wir müssen die erst leer machen, bevor wir daran denken, sie neu aufzufüllen. Okay. Du bist schon leer. Du bist auch leer. So. Sehr schön. Du kriegst dieses Gewehr. Ich hoffe, du brauchst keine Munition, Dude. Ich weiß nicht, ob er Munition braucht. Ja, da ist sogar noch Munition drin. Kann ich das sehen? Steht nichts von wegen Munition. Naja, gut. Dann halt nicht. So. Ich möchte jetzt gerne mal diese Ecke ein bisschen aufräumen. So, und dafür werfe ich erstmal hier ein paar Sachen hin. Gut. Dann werden wir hier nämlich das Eisenzeug aufbewahren. So. Zack. Und hier machen wir das andere Zeug. Und zwar das hier. Holz kommt dann separat nochmal woanders rein. Hier die Säge. Die gehört auch eher dahin. Das ist keine Säge, Zero. Ja, hast du nicht gerade eine Säge da gehabt? Ich weiß, dass ich eine Säge auf jeden Fall im Inventar hatte. Nein, egal. So, dann haben wir hier schon mal ansatzweise Ordnung. Ich sage mit Absicht ansatzweise. Ach, da ist die Säge. So, ich würde ehrlich gesagt ganz gerne. Ach, das ist mein Dude. Was gucken. Ich möchte nämlich. Tools, achso. Ich wollte gerade sagen, was hat das denn mit Waffen zu tun? Ich verstehe. Achso, mehr. Achso. Okay. Ich verstehe schon. Ich möchte nämlich bauen. Da, wir brauchen zwei Metall dafür, das ist ja nix. Das Gear. Ich möchte nämlich die Werkbank aufrüsten. Gucken, was mir das bringt. Ah, ich brauche nur zwei Tools dafür. Wie zwei habe ich? Ich habe sogar vier. Aber das heißt doch, wir müssen jetzt für immer hier wohnen.
Oder sie mitnehmen. Ja, cool. Was habe ich jetzt Neues? Was brauche ich jetzt als nächstes? Ach, gibt es noch kein Level 2? Ich glaube, gibt es noch nicht. Klamotten. Okay. Wir können einen neuen Bogen, einen Langbogen herstellen. Okay. Lockpicks können wir herstellen. Weil die Crowbar ist immer noch billiger. Small Animal Trap. Das ist nicht schlecht. Ja, cool. Ein bisschen haben wir was dazu bekommen. Das also zu dem. Dich kann ich nicht upgraden und dich kann ich auch nicht upgraden. So, was können wir noch upgraden? Können wir die Kiste upgraden? Können wir das hier upgraden? Können wir das hier upgraden? Können wir das hier upgraden? Man kann doch nicht viel upgraden, ne? Ich denke mal, das alles. Nee, das kann man. Das alles würden wir bestimmt upgraden können, oder? Nee, auch nicht. Ja, bisher brauche ich eigentlich keine Upgrades. So viel zu den Upgrades. Aber hier liegt alles noch rum. Okay, wir gucken mal. Schränke. Ich möchte gerne diesen Schrank hier bauen. 2 und 8. So. Dann bauen wir uns auf jeden Fall den Schrank. Wenn ich eines Tages umziehe, Leute, ich schleppe alles offscreen rum. Ganz ehrlich. Ich werde das alles nicht nochmal machen. Du bist groß. So. Was soll denn der Scheiß? So ist der falsch rum. Okay. Wegen einer Reihe mehr habe ich mir jetzt einen Stress gemacht. Leck mich doch. Das wird nämlich mein Toolschrank. Dachte ich eigentlich, weil ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass da ein bisschen mehr reinpasst. Ja, die Säge vielleicht nicht. Waffen können da noch rein. So, noch ein Hammer. Die Säge kommt da rein, weil das kann ich ja alles verbrauchen. So. Messer. Na gut. So viel zu dem wirklich tollen Schrank, der mich zwei von diesen Scheißdingern gekostet hat. Das hat sich jetzt mal gar nicht gelohnt. Ich meine, wäre es ein Multiplayer und das könntest du abschließen und so ein Kram. Könnte ich noch nachvollziehen. Wie viele Hämmer habe ich eigentlich? Und werden sie irgendwann zunutze sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre das ein Ding, was ich mal wegwerfen würde, ja. So, gut, dann lassen wir das einfach mal so und dann bauen wir da noch kleine Schränke hin. Hat sich ja mal gar nicht gelohnt. Ich bin verwirrt. Ich drücke die ganze Zeit die falschen Knöpfe. So, und da können wir halt so kleine Sachen reinpacken, ne? So, das kommt da. Nein, das kommt da nicht rein. Das kommt da rein, das kommt da rein.
Das kann da rein. Gut. Dann brauchen wir noch einen Schrank. Heute ist der Schranktag, Freunde. Heute machen wir nichts anderes als Schränke. So, noch ein Schrank. Wieso sind die mal falsch rum? Sollen in meine Richtung gucken, was ist denn los? Und da können wir unsere Motorteile reintun, ne? So. Dann laufen die uns nicht weg. Also siehst du mal, heute machen wir richtig Ordnung. Heute läuft das. Animal Fat. Oh Gott, der ganze andere Scheiß. Guck, was ich alles mitnehmen kann. Da war noch ein Hammer. So viele Hämmer, Freunde, so viele Hämmer. So. Weg mit dem Scheiß. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Zeug machen soll. Kann man mit dem Hammer vielleicht andere angreifen? Ich meine, das tut bestimmt auch weh. Müssen wir mal an einem Zombie testen. Auch wenn wir sterben. Wir müssen es mal testen. So, mit dem Öl kann ich doch den Scheiß hier anzünden, oder nicht? Da steht Great for Fuel Fire. Ja, gut. Kann ich das auch hier reinpacken? Nee. Dann halt nicht. So, mein Essen. Du bist kein Essen. So, Dosenfutter. Ohne Ende. Ja, verhungern werden wir so schnell nicht. Verdursten auch nicht. Das heißt, unsere Grundreinigungsbedürfnisse sind ziemlich erfüllt, ne? Hier, noch mehr Flaschen kann ich mir ganz viel Alkohol brauen. So, und jetzt nochmal Essen. Da habe ich meine 1 Milliarde Wasserflaschen. Du kommst da auch mit rein. Salz natürlich. Aber hier schon irgendwas? Ja, das kommt alles mal raus. Noch mehr essen. Ist schon alles voll. Mann, was soll ich machen? Ah, ich habe zu viel Zeug, Leute. Ich habe einfach zu viel Zeug. So, die Waffe kommt da weg. Das kommt da weg. Das kommt da weg. Und das. Zucker kann weg. Zucker hier rumhängt. So, okay. Können wir hier unsere Bandagen hin tun? Und die Medizin. So, hier packen wir Stöckchen rein. Können wir uns später ganz viele Pfeile für machen. Und weil ich das hier auch für Pfeile brauche, packe ich das mit rein. Und die Pfeile selbstverständlich auch. So, mein Animal Fett. Wird Zeit, dass ich das da mal verstaue. Ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll, aber. Wir werden es hoffentlich herausfinden. So. Noch mehr, noch mehr. Cool. So, meinetwegen da auch rein. Eigentlich gehört das ja in die Garage, ne? Ja, komm. Das gehört alles in die Garage. Das hängen wir nochmal mit auf. Die Matches. Ne, die packen wir woanders rein. Noch mehr von dem Zeug. Bandagen. So, der Zucker. Wir haben einfach so viel gesammelt. Hat einfach keine Zeit, das alles wegzubringen. Noch mehr Matches. So, das wird unsere Matchschublade. Ich hab da noch mehr. Oh Gott. Ihr habt zu viel gelootet. Oh.
So, wir sind echt voll mit Bandagen, ne? Ich mag das nicht, dass ich im Hintergrund jemanden rumschleichen sehe. Das macht mir ehrlich gesagt ziemlich Angst. Okay, das kann man alles decken. So, Bandagen. Dann haben wir hier noch ordentlich Federn. Das können wir eigentlich auch mit da reinpacken. So, seht ihr mal. Noch ein Hammer. Wo habe ich die ganzen Hämmer her, sag mal? Kann ich die Hämmer nicht einschmelzen? Oh, das wäre so toll. Storage, ja, nee. Warum geht das nicht? Ich habe so viele davon. Keine Ahnung. Ich werde probieren, einen Zombie damit zu schlagen. Weil wenn das geht, dann verbrauchen wir erstmal die anstatt die Äxte. Guckt euch das an. Zu viele Hämmer verderben den Brei. So, Batterie. Das Gedöns. Okay, hier können wir dann das Holz noch mit reinpacken. Meinetwegen das, das gehört ja auch irgendwo in die Garage. Das ist ja zum Feuer machen, gehört auch in die Garage. Das können wir erstmal hier lassen. Das Holz werfen wir hier einfach hin. So, oh, ich habe den Timer nicht gestartet, cool. Ja, so. So, sorry Leute, ich muss heute echt mal aufräumen. Ich weiß. Ist jetzt nicht die beste Folge, wenn wir nur aufräumen, aber wir müssen es auch mal machen. Man muss auch mal aufräumen. So. Jetzt können wir auch wieder losziehen. Oder soll ich mir erstmal den Bogen basteln? Können wir uns eigentlich zuerst den Bogen basteln? Komm, wir haben heute sowieso noch nicht viel gemacht. An diejenigen, die keinen Bock hatten auf Aufräumen, die werden jetzt auch nicht viel vermissen. Das mit dem Bein kotzt mich ein bisschen an. Was hier noch fehlt, wäre so ein Skillbaum. So ein Skillbaum wäre hier richtig noch, würde richtig gut reinpassen. Weil Survival-Aspekt ist ja Skillbaum. Weil du lernst ja. Survival ist ja auch, hat viel mit Lernen zu tun. Und daher wäre ein Skillbaum vielleicht nicht ganz so verkehrt. Wobei ich lerne ja auch die Mechaniken des Spiels, also. So ganz falsch ist das ja nicht. So. 6. Oh Gott, für einen brauche ich 6 Stück. Das kann sich hinziehen. Oder ich fahre rum und suche einfach so. Nach Seilen. Ach, ich weiß es nicht. Es ist so ermüdend, das Zeug zu sammeln. Aber ich kriege dann einen verdammten Bogen. Wie cool werden das? Was brauche ich für den Bogen, solange wir unser Stamina regenerieren gleich? So, Bogen. 4 Lashings. Ich habe nicht einen, ne? Ich habe nicht mal einen zusammen jetzt. Ist das Kacke? Wir brauchen 24. Ich muss sagen, es ist echt nicht cool, ne? So viel sammelst du doch im Leben nicht ein. Toll. Dann sammeln wir jetzt noch das Zeug. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Heute ein bisschen chilliger. Ne? Ich hoffe, es stört niemanden. Wir hatten in den letzten Tagen gute Folgen.
Es gibt gute und wie auch schlechte Folgen. Das müssen wir uns alle mal eingestehen. Wir haben ja schon 8 zusammen. Komm, hier kann ich auf 2 gleichzeitig einhauen. Die müssen eh von der Straße entfernt werden. Kann ich auf 3 zuschlagen? Nein. Wäre auch zu schön gewesen. Ja, wir werden diese Bäume werden wir jetzt komplett entfernen, weil die auf der Straße sind. Will ich nicht haben. Ich bin hier jetzt der Förster. Und der Förster sagt, nein. Ich will euch nicht. Jetzt wird es auch noch neblig. Hey, und nicht ein Tree Bug. Cool, ach doch. Ich wollte schon sagen. Verwaschen kann ich mich alleine. Ich sollte echt nur noch Baumpaare suchen, ne? So, du musst auch entfernt werden. Ach, Rexbäume. Sucht euch ein Hobby. Wachst woanders. Stamina, ich hasse dich. Noch ein Baum im Weg. Wieso müsst ihr hier wachsen? Wie viel habe ich jetzt? 12. Die Hälfte. Wachsen die plötzlich? Kann man hier irgendwie warten oder so? Weißt du was? Ich werde hier einfach zack, eine Stunde schlafen. Halbe Stunde hätte gereicht, ne? Jetzt habe ich wenigstens wieder Ausdauer. So, Baumpaare. Geht das? So, 15. Komm der Sache näher. Ach man, wieso muss der Nebel jetzt kommen? Kannst du nicht später kommen? Oh, das wollte ich nicht, sorry. Jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Ja, dann legt die halt hier rum. Aber wenn ich im Auto lang fahre, ist das auch doof, ne? Ja. Bin ich, dass es nochmal passiert. Hier, euch kann ich noch. Da ist mir einer schon entgegengeflogen. Also ich mache jetzt immer, bis sie halt kurz davor sind, kaputt zu gehen. Weil dann bleiben sie stehen und ich habe alles komplett gelootet von denen und sie liegen nicht im Weg rum. Weil Holz ist wirklich das Letzte, was man braucht. Oh. Okay, der ist ein bisschen früher gefallen. Also nur für diejenigen, die nicht verstehen, warum ich einen Baum nicht ganz fälle. Hat schon so seinen Grund. Will hier nämlich nicht überall Baumstümpfe rumstehen haben, gegen die ich fahre und dann kippt mein Auto um. 16? Ich habe doch gerade locker 4 Stück eingesammelt. Ihr wollt mich doch verarschen, ey. Okay. Oder kann ich da einfach mit dem Hammer drauf schlagen? Habe ich einen Hammer dabei? Lasset fallen, lasset fallen. Nö. Bringt nichts. Hätte ja funktionieren können. Aber man muss testen, wie man das Spiel ausreizen kann, ne? So, das reicht ja. Okay. 16? Oh.
Ich dachte, ich werde hier verarscht. 4, 23, einen brauche ich noch. Einen einzigen, komm schon, Spiel. Aber ich kann wieder normal laufen. Ups. Ah. Na gut, entfernen wir dich auch nochmal, Fairness halber. Okay, wir haben jetzt alles für den Bogen. Es wird jetzt langsam Nacht. Ich dachte, es wird neblig, aber es wird nur Nacht. Das heißt, jetzt haben wir einen Bogen und dann werden wir es mal an einem Zombie testen. Morgen in der nächsten Folge. Ja, ziemlich viel Holz am Start. So, okay. Eine Stunde. Jetzt ist schon fast dunkel. Zwei Stunden dauert das. Gut, dann gehen wir zuerst schlafen. Oder ich könnte meinem Typen sagen, er soll das machen. Ich finde das eine gute Idee. Wir werden ihm mal sagen, dass er für uns arbeiten soll. Das heißt, ich werde hier erstmal ein bisschen Holz abladen, hier auf dem Spielplatz. Wird ja eh nicht mehr genutzt. Wie er mich kontrolliert. Willst du von mir? Such dir einen Job. So wie ich. Ich bin Baumfäller. So. Okay, easy going. Dann holen wir uns zwei von denen hier. Dann machen wir uns Stickies. Frage ist nur, wie viele brauchen wir, wie die alle Bäume hier angesägt sind. Sieht schon ein bisschen hässlich aus, ne? Also, ich möchte gerne einen Bogen bauen. 12. Wie lange dauert das? Okay. Und dann ein Bogen. Der Soldat. Viel Spaß. Gucken wir mal. Läuft er da jetzt hin oder macht er das von alleine? Da! Guckt's euch an! Endlich mal seid ihr zu irgendwas Nütze. Jetzt kann ich lange arbeiten denen geben. Jetzt komme ich gleich wieder raus, weißt du? Morgens. Und dann ist er tot. Irgendwie so. Wir sollten noch was trinken. So. Puh, wir müssen 12 Stunden schlafen. Ah, ist eine schöne Zeit zum Schlafen. Und wir sind komplett geheilt. Alter Schwede. Gut, er ist fertig. Sie läuft noch immer noch irgendwo gegen. Und ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge wieder und vielleicht kommen wir dann schon dazu, den Bogen zu testen. Das Einzige, was mich noch ein bisschen irritiert, ist halt das Gewicht davon. Ich meine, ist noch nicht so wirklich ausschlaggebend, ne? So, Pfeile. Ich will noch mal komplett ausgerüstet sein hier. Hallo? It could kill a person in one shot if using hunting arrow. And it didn't create noise. Okay. Oh nein, ich weiß, was uns fehlt. Oh Gott, ich weiß, was uns fehlt. Wir haben keinen Kescher. Entweder nehmen wir das hier. Oder wir gehen direkt darauf. Dafür brauchen wir Leder.
Gut, wir haben eine Aufgabe: Leder produzieren. Haut rein, euer Zero. Tschüss.